Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Luschers. Heute möchte ich Ihnen anhand der Glockenkurve oder auch Gauss-Normalverteilung das Perfektionismusdenken näher bringen und wie das so abläuft. Der deutsche Mathematiker Gauss ging nämlich davon aus, dass hier in der Mitte, ja, minus plus eine Standardabweichung ca. 70% aller Menschen sich hier befinden, von verschiedenen Größen her. Also beispielsweise die Körpergröße. Das ist zu klein, das ist zu groß. Was heißt zu, ist schon wieder eine Bewertung. Das machen wir mal extrem groß, über 2 Meter, 2,10 Meter, extrem klein. Ja? Extrem dick, extrem dünn. Super hohes Einkommen, fast gar kein Einkommen. Ja? Und er sagt, dass ca. 2/3 aller Menschen sich hier in dieser Mitte befindet, von irgendwelchen Körpermerkmalen her. Und diese Gauss-Normalverteilung oder Glockenkurve, weil sie eben auch ein bisschen ausschaut wie eine Glocke, das können Sie sehr schön auf extremes Denken übertragen. Davon geht nämlich die kognitive Verhaltenstherapie aus und die, wie wir wissen, ist sehr erfolgreich und hat die meisten Studien zu bieten, die meisten Wirksamkeitsstudien, kognitive Verhaltenstherapie. Also die wirkt nicht nur bei Ängsten, nicht nur bei Zwangsstörungen, psychosomatischen Störungen oder Depressionen. Und die gehen davon aus, die kognitive Verhaltenstherapie, so wie wir denken, so fühlen wir uns. Und wenn wir uns schlecht fühlen, dann resultiert das daraus, dass wir häufig uns negative, pessimistische Gedanken machen. Und ein Denkfehler nach Beck, Aaron Beck, ist das Entweder-Oder-Denken. Er nennt das auch Denkfehler. Entweder gar nichts oder alles. Und ganz viele Menschen denken im Entweder-Oder-Bereich oder im Schwarz-Weiß-Modus. Ja, und das führt zu heftigem Leid. Und das ist ein kindliches Denken. Wie gesagt, Aaron Beck nennt es Denkfehler. Es ist ein verzerrtes Denken, weil es das in der Realität so gut wie nicht gibt. Und wenn jemand im Schwarz-Weiß-Modus denkt, in diesem kindlich-naiven Denken, der ist vom Denken her noch in wirklich naive Muster gefangen, die sich in der Kindheit gebildet haben. Also beispielsweise, Mama ist nicht da, das heißt, sie liebt mich nicht, ich bin ihr nicht wichtig. Später, wenn das Kind älter wird, weiß das Kind, meine Mama geht arbeiten, sie liebt mich trotzdem. Oder sie kocht jetzt Essen für uns, weil sonst macht es keiner und ich weiß, dass meine Mutter für mich da ist. Ja? Aber Kinder, insbesondere auch kleine Kinder, mittlere Kinder, sind häufig im Denkmodus Schwarz-Weiß-Welt gefangen. Und das verursacht natürlich extreme Schmerzen, psychisches Leid. Und manch ein Erwachsener kommt über dieses Schwarz-Weiß-Denken nur schwer hinaus. Ja? Woran merken Sie jetzt, dass Sie im Schwarz-Weiß-Denken gefangen sind? An so Wörtern wie nie, niemals sagst du mir, was du fühlst. Noch nie hat mir jemand ein Kompliment gemacht. Keiner mag mich. Kein einziges Mal habe ich von dir ein Lob bekommen. Das ist sehr extremes Denken, häufig auch bei Streitereien. Wenn Sie sich mit Ihrem Partner streiten, mit Ihren Eltern, mit Ihren Kindern, dann wird es häufig sehr, sehr kindlich. Und Sie sind nicht mehr mit Ihrem Denkapparat hier vorne, mit dem Stirnlappen, ja, präfrontalen Kortex, dem PC, verbunden, sondern wir sind, wenn wir in diesem Denkmodus gefangen sind, nur noch in Emotionen, im limbischen System. Und dann können wir nicht mehr logisch denken, auch wenn wir das glauben. Die andere Seite, das sind so Wörter wie immer. Immer beschimpfst du mich, ständig nörgelst du an mir rum, alle hassen mich, jeder beneidet mich, ich muss alles perfekt machen. Ja, beispielsweise. Das habe ich schon so oft gehört, deshalb habe ich es jetzt einfach so aus der Hand schütteln können. Und das kennen Sie vielleicht von sich auch. Also das heißt, kommen Sie weg von diesen Extremen, ja, von diesen extremen Randgebieten und kommen Sie in die Mitte. Kommen Sie in die goldene Mitte. Das heißt nicht, dass Sie jetzt durchschnittlich werden, weil die meisten Menschen oder sehr viele Menschen sich hier
bei diesem extremen Denken hier in diesen Ecken befinden, was eben psychisches Leid verursacht, ja, kommen Sie, das ist das Ziel, in die goldene Mitte. Ja, ich schreibe es nochmal hin. Die goldene Mitte. Ja, in eine Stabilität, in ein gesundes Denken. Fangen Sie an, auf diese Wörter zu achten. Nutzen Sie dieses Modell für sich, beispielsweise im Büro, an der Arbeit, am Armaturenbrett. Machen Sie eine Glocke hin. Ja, eine Glocke, und die Sie daran erinnert, bin ich gerade wieder im Extremdenkmodus gefangen. Noch zum Schluss ein kleiner Tipp. Die Perfektionisten unter Ihnen, die wissen selbst, was sie sich für Leid, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Umwelt kreieren damit. Und dieses perfektionistische Denken, dieses Entweder-Oder-Denken führt natürlich dazu, dass sie ihre Ansprüche so hoch setzen, dass sie die nicht schaffen können. Und dann hören sie auf. Das blockiert sie. Und das führt dazu, dass sie nicht ins Richtige und Wichtige tun kommen. Sie können sich fast nicht verändern. Viele Menschen geben sich eins drauf, weil sie es wieder nicht geschafft haben. Ja, aber ich müsste doch schon weiter sein. Das gibt's doch nicht. Ich müsste es doch schon verstanden haben. Warum gelingt mir das nicht? Ja, weil ihre Ansprüche zu übertrieben sind. Und das heißt nicht, sie sollen sich keine Ziele stecken, aber realistisch. Realistische Ziele. Und das ist in diesem Denkmodus nicht möglich. Weil wenn Sie in diesem Denkmodus sind, ich bin nichts wert, ja, dann müssen Sie das kompensieren mit, ich muss alles geben, ich muss 100% perfekt sein, ich darf keinen Fehler machen, damit ich anerkannt werde und damit ich was wert bin. Und Sie wissen selbst, wenn Sie das tatsächlich schaffen sollten, fühlen Sie sich deswegen wertvoller. Vielleicht für einen ganz kleinen Moment, aber letztendlich Außenabhängigkeit, Anerkennung von außen, ja, bringt sie nicht weiter, nicht wirklich. Es ist eine Denksache, eine Gefühlssache, was ich von mir selbst halte und das nicht an Wissen, an Status, an Reichtum, an Anerkennung von anderen abhängig mache, sondern das aus mir selbst heraus produziere. Und wie das geht, das erfahren Sie in den anderen Videos von mir. Also, nutzen Sie die Gaußsche Normalverteilung, um zu sehen, ich will nicht mehr hierhin und nicht mehr hierhin. Und wenn das ab und zu noch passiert, dann ist es so. Dann akzeptieren Sie das erstmal. Sie sind ja im Lernen, ja? Geben Sie sich nicht sofort eins drauf und sagen, ich müsste schon viel weiter sein. Jetzt habe ich es doch schon zweimal gesehen, das Video. Jetzt müsste es doch langsam klappen, ich bin doch nicht blöd. Sie sind vielleicht nicht blöd. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht blöd sind, dass Sie da normal kognitiv auf der Höhe sind. Aber dagegen, ja, dieses extreme Denken hat solche Bahnen, sind das im Kopf, riesige Bahnen, die sind automatisch da oben. Es denkt sich schon automatisch, insbesondere unter Stress, unter Druck. Und wenn Sie hier hingehen, dann ist das ganz neu, da sind das kleine Waldpfade im Kopf im Vergleich zu den 100-spurigen Autobahnen, die Sie sonst fahren. Denken Sie daran, seien Sie beharrlich, seien Sie aber auch sanft zu sich, gehen Sie gut mit sich um. Weil es liegt in Ihrer Verantwortung, dass Sie gut mit sich umgehen. Wenn Sie das nicht machen, wird es auch kein anderer tun. Oder Sie sind dann abhängig von der Meinung der anderen. Bleiben Sie dran, nutzen Sie die Gaußsche Normalverteilung, lernen Sie anders zu denken, sich besser zu fühlen, bewusster zu leben. Machen Sie es gut. Tschüss.